Mizir, Flying Cities, erwartet uns im Herbst 2021 nicht nur ein einfacher Flying City Builder, nein, uns erwartet ein sogenannter Sci-Fi Flying City Builder. Nachdem uns der letzte mir bekannte Vertreter dieses Genres, nämlich Airborne Kingdom, eher in eine fantasievolle Vergangenheit geführt hat, geht es bei Sphere doch eher in eine dystopische Zukunft. Ja, was ist passiert? In einer nicht allzu fernen Zukunft wird der Mond der Erde von einem großen Asteroiden getroffen und durch den Fallout, der dadurch entsteht, wird die Erdoberfläche unbewohnbar gemacht. Das ganze Ökosystem des Planeten bricht zusammen und die Menschheit steht augenscheinlich vor der völligen Vernichtung und unternimmt in dieser völligen Verzweiflung einen letzten Versuch zu übernehmen. Und zwar dank der soeben erfundenen Anti-Schwerkraft-Technologie sich in fliegende Städte als letzte Bastion der Menschheit zu flüchten. Ja, Sphere soll eine Mischung aus verschiedenen Strategieelementen sowie Städtebau und Überlebensspiel sein und ja, so interessante Mechaniken aus verschiedenen Bereichen bzw. Spielewelten zusammenbringen. Sphere soll im Herbst 2021 in den Early Access starten und zum Start auch die deutsche Sprache unterstützen, allerdings nicht in der Sprachausgabe, aber immerhin in der Oberfläche und via Untertitel. Baue und sie werden kommen. So sagt es zumindest Hexagon Sphere Games, der Entwickler des Spiels, by the way, unterstützt von Nordmedia aus Bremen, also ein deutsches Projekt, was wir hier im Herbst sehen werden. Ja, und damit nicht das erste und hoffentlich auch nicht das letzte ambitionierte deutsche Projekt, was es auch und vor allem im Sci-Fi-Bereich gibt. Da schaut euch doch gerne auch mal auf meinem Kanal um. Da werdet ihr solche Spiele finden und natürlich auch den bereits vorhin angesprochenen Flying City Builder Airborne Kingdom. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Laut Entwickler wird es für die Stadtentwicklung 30 verschiedene Gebäudetypen geben und es wird wichtig sein, sich mit dem Ökosystem, dem Ressourcenmanagement und der Infrastruktur auseinandersetzen, die jeweils mit unterschiedlichen Wirtschaftskreisläufen funktionieren sollen. Nicht zu vergessen die beiden Hauptakteure neben dem Commander in diesem Singleplayer-Strategiespiel, nämlich dem Antigravitationsgerät und dem Deflektorschild. Wir haben es im Video schon gesehen und sehen es auch in den Screenshots. Die Stadt, die mit einem Deflektor überdeckt ist, der muss immer ausreichend mit Energie versorgt werden, die passende Stärke haben, die passende Größe haben, damit die Stadt geschützt werden kann vor Gefahren von oben, weil sie ansonsten relativ schnell dem Untergang geweiht sein kann. Genauso haben wir auch die Gefahr von unten, vielleicht nicht in Form, dass uns von unten etwas treffen könnte, aber in Form der Tatsache, dass wenn das Antigravitationsfeld ausfällt, wir in die oder auf die verseuchte Erde stürzen könnten. Und auch dann wird das Spiel an der Stelle ein jähes, ungewolltes Ende nehmen. Um in besonders gefährlichen Situationen nicht unnötig das Leben der Stadtbewohner zu gefährden, wird es Roboter bzw. Drohnen geben, mit denen man Gebiete oder Dinge erforschen kann, die man in gefährliche Umgebungen schicken kann, um Gebäude zu errichten, Ressourcen zu ernten, ja, und die fürs Überleben notwendigen Materialien vielleicht auch aus unerforschten Gebieten bergen zu können. Wobei hier nochmal interessant ist, wenn man sich mal die Bilder und diese ganzen Geschichten so anschaut, scheint es mir nicht so zu sein,
dass wir einfach eine komplette Stadt bauen, die dann fliegen kann mit einer entsprechenden Plattform drunter, wie man sich das ansonsten vielleicht vorstellen würde, und dann diese fliegende Stadt nach und nach mit weiteren Elementen ausbaut, wie wir es in Airborne Kingdom gesehen haben, wobei das hier nur eine Vermutung ist, sondern wir hier offensichtlich mit einem mehr oder weniger großen Stück Land gleich starten, mit dem wir hier in den Wolken oder vielleicht sogar bis in den Weltraum hinein arbeiten können. Wer erinnert sich nicht vielleicht noch an die fliegende Stadt aus Stargate Atlantis? Ob das Ganze dann so weit gehen wird, weiß ich nicht, aber das wäre natürlich auch eine interessante Geschichte, wenn ich hier nicht nur auf meinem kleinen Felsbrocken in der Atmosphäre der Erde herumfliegen könnte, sondern vielleicht sogar bis in den Orbit und die unendlichen Weiten des Weltalls zu erforschen. Vielleicht greife ich an dieser Stelle aber auch zu sehr nach den Sternen. In jedem Fall hört sich es bis jetzt und an dieser Stelle auf jeden Fall nach einem interessanten Spielkonzept an. Die Frage wird natürlich sein, wie es schlussendlich umgesetzt wird, wie umfangreich es ist, wie gut es bedienbar ist und natürlich auch zu welchem Preis das Spiel erhältlich sein wird. Ja, lasst mich doch gerne mal wissen, was ihr von diesem Spielkonzept haltet und welche Citybuilder euch am Ende interessieren oder ihr vielleicht sogar schon mal gespielt habt. Freilich ist das noch nicht alles, was es hier uns für unsere fliegende Stadt bieten wird oder vielleicht auch für die fliegenden Städte. Nämlich wird es auch die Möglichkeit geben, neue Technologien zu erforschen, um die Effizienz von Gebäuden zu verbessern, die Stadt zu verbessern und um auch eine Reihe von möglichen Katastrophen wie Stürme, Asteroiden und giftige Wolken abzuwehren. Und das Ganze ist oder soll eingebettet sein in ein Ökosystem, in dem das Wohlbefinden der Bevölkerung auch entscheidend für die eigene Mission sein soll. Daher ist es auch unabdingbar, seine Bevölkerung mit einer ausreichenden Menge an Nahrung und Unterkunft zu versorgen und natürlich auch Obacht zu geben, dass die medizinische Versorgung immer auf einem ausreichenden Niveau ist. Und frei nach Spock, der sagte, die Bedürfnisse der vielen überwiegen das Wohl weniger oder eines Einzelnen, wird es auch so sein, dass Opfer erforderlich sein könnten in diesem Spiel und man in diesem Zusammenhang auch schwierige Entscheidungen zu treffen hat und so über Wohl und Wehe oder Leben und Tod zu entscheiden hat. Ich persönlich bin jedenfalls sehr gespannt, was uns hier mit Sphere Flying Cities erwarten wird. Und würde mich freuen, wenn ihr euch vielleicht auch noch das ein oder andere meiner Videos anschaut. Ich habe euch hier mal ein paar Sachen exemplarisch in den Infokacheln verknüpft und da wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen und bedanke mich bis hierhin recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen.